Leute, was geht? Und damit. Was war denn das? Ich hab einfach meinen Tisch gehauen. Einer zu viel. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit dem RTG-Brösler. Das ist eine neue Folge der RTG. Hi, was geht ab? Als allererstes, ich habe die Kommentare unter dem letzten Video gesehen. Ich habe erfahren, dass hier viele Leute das Video beim Kacken oder beim Essen schauen. Also, je nachdem, was ihr gerade tut, wünsche ich euch ganz viel Erfolg und einen Gutschiss an die, die gerade auf der Keramik sitzen. Dankeschön, dass ihr diese Serie hier supportet. Wir sind zurück bei der RTG. Das war wirklich viel zu viel Information, was ich da letzte Woche in den Kommentaren gelesen habe. Ich wollte nicht die Konsistenz eures... Das ist ein anderes Thema. Wir sind back, Freunde. Gestern war die Weekend League. Ihr habt die RTG-Folge gestern extremst gefeiert. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Wir haben das Team ja extremst geupgradet. Mit 7 neuen Spielern in der Startelf sind wir in die nächste RTG Weekend League gegangen. Und was daraus geworden ist, wen wir in den Rewards hatten, was für ein Rang das geworden ist, das seht ihr alles hier in dem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Like da lasst. Ich bin bei der Serie extremst auf euer Feedback angewiesen, weil ich habe es halt vorher noch nie gemacht und muss so ein bisschen herausfinden, wie lange wollt ihr das sehen, wie lange soll ich die RTG noch machen, auch zum Team of the Season. Deshalb bin da sehr auf euer Feedback, auf eure Kommentare und auf eure Likes gespannt. Das ist so die Möglichkeit, die ihr mir geben könnt, zu zeigen, ob ihr das weiterhin sehen wollt und feiert. Deshalb haut da gerne in die Tasten. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Weekend League von der RTG vom vergangenen Wochenende. Es war vogelwild. Mehr sage ich nicht. Viel Spaß. So, wir haben 19 Uhr, wir gucken mal rein, ja. Hero Player Pick. Was ist DG? Was ist ein DG Hero? UCL und FFC. Dreifache Gefahr. Fantasy? DG. Ich will einen DG Hero haben. Icon Player Pick wieder, ne? Gibt's irgendwas Neues? Ihr schreit laut, wenn es hier irgendwie eine neue SBC gibt, ne? Ronaldinho. Ich glaube, der kam gestern, ne? Ist hier ein Ronaldinho El Gaucho SBC. Du musst 94er Teams abgeben. Da bin ich raus. Ja, never. Also, Bruder, ich werde definitiv keine SBC für 2 Millionen Coins abschließen, irgendwann im April, um eine Base-Icon zu bekommen, die dann Playstyle-Tricks da hat. Kannst behalten. Viel Spaß damit. Freue mich. Dafür sind die Playstyles einfach viel zu wichtig. Gibt's eine neue Evo? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann man die letzten beiden Tage eine. Das ist so geil, ne? Chat, dass wir hier einfach, das ist so cool. Ich könnte es auch Ronaldo geben. Wir haben auch Ronaldo gezogen. Na gut, der sieht dann aber auch scheiße aus. Wir können ja einfach Tavernier upgraden. Das ist so geil. Es ist so cool. Bei Gott, warum wird er gehatet? Ohne Spaß. Als Rechtsverteidiger, der hat so gute Stats. Warum wird mein Tavernier immer weggehatet? Ich verstehe es nicht. Warum hatet ihr diesen Spieler? Der hat so gute Stats. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Was ist das Problem? Der ist so eine Vereinslegende und ihr hatet den immer. Der ist so gut. Würde lieber Cavachal Gold spielen. Ihr seid alle solche Wichser. Ich habe wirklich, Bruder, ich habe einfach Silberspieler in meinem Verein abgestoßen, um mir diese Alexandra zusammenzuholen, ne? Hab sie gekauft für 693k. Bruder. Was ist das? Das ist 2 Tage her. Warum? Warum sinkt die Frau innerhalb von 2 Tagen um 130k? Was habe ich getan? Was ist das Problem? Ich habe mit der 5 Spiele gemacht. Warum? Check ich nicht. Das Leben ist unfair. Spieler sinken erst immer dann, wenn man sie kauft. Ja, ist ja wirklich so. Will ich bei Oberdorf, will ich das wissen? 400k. Hä, und die sinkt nicht? Warum sinkt die denn nicht? Die steigt sogar. Nee, okay, 309. Aber warum? Warum sinkt die denn nicht? Und die um 130k in 2 Tagen? Ich glaube, by the way, wirklich, Chat, wir zocken jetzt heute zocken wir die Weekend League und dann ab nächste Woche Untrade Team. Ich muss sowieso gucken, dass ich mir 40.000 Münzen zusammen grinde, dass ich mir das hier kaufen kann. Ah, ich komme leider nicht in den Shop rein. Ich will das RB Leipzig Retro Trikot haben, ich brauche 40k dafür. Wenn man bedenkt, was du alles für diese Pop getan hast. Ich habe alles für die gemacht, Mann. Alter, sind die alle gedroppt. Hä, hey, Bruder, dann muss ich mir ehrlich, kaufe ich mir dann nächste Woche irgendeinen Spieler? Ich kann mir einfach eine das ist eine SBC. Was kann ich mir denn kaufen? Ich habe 1 Million Coins auf der RTG. Digga, ich könnte mir einfach Foot Fantasy Declan Rice holen. Der hat gefühlt vor 2 Wochen noch 5 Millionen gekostet. Alter, Kachaui, 800k. Ja, die Golasso-Icons sind ganz, ganz krass rutschen gegangen. Ich glaube, bei denen ist am schlimmsten. Das ist Team 1. Alter, Alter, Charlton unter 1 Million. Doch, krass. Al-Uwe Jan für 745k, war aber auch scheiße. Van Persie 59k. Carlos für 670. Vidic 68k. Desai 300k. Was kostet der andere, von dem ich die SBC für 2 Millionen gemacht habe? Okay, reden wir nicht drüber. Lass uns das Thema Roberto Carlos bitte einfach totschweigen, okay? Ich wollte halt einen Spieler mit Runderball Plus haben. Lass uns einfach nicht drüber reden. Ich gehe in die Player Picks rein. Einfach nicht drüber reden, Freunde. Ich ziehe jetzt hier einfach gleich irgendeine coole Golasso-Icon. Ich ziehe jetzt einfach gleich.
ein 93er Carlos und dann ist alles gut. Okay? Scheiße, Digga. Der Typ kostet auf dem Markt 500.000. Ich habe eine SBC gemacht für 1,8 Millionen. Oh. Mein Herz. Mein Herz. Alter. Scheiße, das war eine teure Angelegenheit. Ja, let's go. Inform. Nice. Sehr schön. Die Player Picks haben sich jetzt schon gelohnt. Big one. Keinen einzigen Walkout. Immer noch nicht. Alter, habt ihr das Fitner-Interview gesehen? Heilige Scheiße, war das unangenehm, das Interview. Ist das krass. War da Fitner drin. Robert Andrich, der Ehrenmann. Ey, aber bei Gott, ich kann Schlotterbeck wirklich verstehen. Junge, ganz im Ernst. Nach so einem Spiel, glaubst du, der hat den Ball da extra drüber gehauen? Jetzt mal im Ernst, das ist, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, das ist einfach eine Situation, die geht so schnell, du denkst nicht nach, du hältst da einfach irgendwie deinen Fuß rein und dann rutscht er dir halt manchmal drüber. Und da haben sie schon mal Fußball gespielt? Ja, 50 Jahre. Wieso haben sie das Tor nicht getroffen? War schon wirklich sehr lustig. Aber war schon echt gut. Ah, okay. Also all in all, die Player Picks waren aber irgendwie kacke. Ich habe gedacht, wir ziehen eine Eventkarte. Digga, das ist mein Start in die Weekend League Chat. Du kannst das Ding jetzt schon ausmachen. Das ist mein Start in die Weekend League. Ich habe jetzt schon Angst, Alter. Ich habe jetzt schon Angst. Junge, Junge, Junge. Wahnsinn, die machen mich fertig hier. Die machen mich fertig hier. Die Server sind auch gerade so unterirdisch. Geil, das höre ich gerne. Ah, da freue ich mich ja. Da freue ich mich. Ja, wenn ich das Team sehe, freue ich mich überhaupt nicht. Der hat einfach Pushkas gezogen. Ja, ich... Ist schon wieder... Thema Vorfreude ist, hat sich auch schon wieder erledigt, ne? Kannst du auch schon wieder alles knicken hier. Okay, er kennt meine Ecken nicht. Das ist sehr gut. Da sage ich natürlich danke. Ach man, das ist schon wieder so gottlos. Mein erstes Tor in der Weekend League ist schon wieder in der Ecke. Ach man, Digga. Ich kann halt nichts anderes. Ich schäme mich halt mittlerweile dafür. Ich schäme mich dafür. Weil ich halt wirklich nichts anderes kann. Adebayo! Digga, du hast 99 Schießen, du Bastard! Was machst du? Perform oder Kane spielt? Adebayo. Ja, Junge. Das war clean, Mann. Das war clean, Bruder. Das würde ich sehen. Einmal kurz hier ein bisschen die 5-Star-Skills mitgenommen. Passt. Erstes Spiel, der Gegner quittet. Es ist doch wohl ein Traumstart in die Wochenendliga, meine Freunde. Ist das denn der Traumstart, von dem wir alle immer sprechen miteinander? Ich überlege jetzt nur gerade, Chat, wir machen was anderes. Pass auf. Ich habe ja normalerweise, ich habe hier gerade die Crouch-Evo am Laufen. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen mühselig, denn immer jedes Spiel einwechseln zu müssen. Ich würde sagen, wir switchen und gehen hier rein. Da upgraden wir unseren Tavernier-Chat. Der geht dann auf eine 88. Kriegt überall plus 1, außer bei Passen und Dribbeln, da kriegt er sogar plus 2. Teamskippen ist immer gut. Wenn die Gegner Teamskippen, haben die meisten Stress, dann wollen die schnell durch sein. Und wenn man denen dann schnell 1-2 Tore drückt, wollen die quippen. So der Plan zumindest. Ob der Plan aufgeht, weiß ich nicht. Es war irgendwie schon ziemlich krass mit Ansage, dass ich hinten liegen werde, wenn ich irgendwas von Rage Quit erzähle, oder? War schon irgendwie, hat sich schon angedeutet irgendwie. Oh lol, der hat ja gar nicht 5-Star-Skills. Der 93er, den ich auf dem anderen Account gezockt habe, der hat 5-Star-Skills. Den habe ich hier nicht. Oh, oh, Pop. Nein, ich kann keine Time-Finish mehr. Ah! Oh. Also, es gibt diese Spiele, ne? Da hast du einfach Scheiße am Bein. Und das hier ist so eins. Boah, war der Ball von Alonso überragend. Alter, was ein überragender Ball. Boah, Digga, das Spiel ist ja todesanstrengend gerade. Let's go. Boah, Alonso hat beide Tore eingeleitet, ne? Das schmeckt. Ja! Das schmeckt, Junge! Weil ich die Dinger studiert habe, Junge! Ich war in Oxford. Ich hab ihn nicht mal berührt. Ich weiß nicht, wofür der da einen Freischuss gegeben hat, ne? Frag mich nicht. Ach, Digga, was ist das für ein Gegentor, Mann? Ey, das ist so anstrengend, das Spiel. Das ist so komisch, Mann, was ich für Gegentore teilweise krieg. Was soll ich, da kann ich nichts machen, Mann.
Deshalb hast du 99 schießen, Mann. Ey! Pfeif doch Elfmeter, Junge! Digga, es tut so krass weh. Das war so ein heftiges 50-50-Spiel. Und ich verliere es einfach mit 3 Toren Unterschied. Das ist krass, Mann. Das ist krass. Das war einfach wirklich so ein richtig klassisches 50-50-Spiel. Ich verliere es mit 3 Toren. Einfach mit 3 Toren. Boah, ich glaube, aktuell ist es so fast mit allen Spielern relativ schwierig, die nur einen Playstyle Plus haben. Jetzt Richtung Tod sind fast alle Karten, die... Also, ich sag 90% der Karten, die vor den Future Stars rausgekommen sind, mit Ausnahme vom Toti, sind eh outdated. Also, du kannst ein paar Fantasy-Karten noch spielen, ein paar Golasso-Dinger, aber sonst schwer. Das war schon wieder so maximal dämlich. Mann, das fuckt mich aber auch so ab. Wenn ich den Torwart nicht move, dann knallen die mir den immer in die Ecke rein. Wenn ich ihn move, passiert genau das Gleiche. Egal, was ich mache, es ist scheiße. Wenn ich den Torwart move, ist scheiße. Wenn ich ihn stehen lasse, ist auch scheiße. Egal, was ich mache, ich krieg einen Arschfick, Mann. Geht doch, Alter. Digga, ich brauch 4 100%ige Chancen für ein Tor. 4. Mein Gegner war einmal in meinem Strafraum. Tor. Boom. Wenn ich in diesem Spiel effizient wäre, ne? Mein Leben wäre so viel angenehmer. Weil ich bin der ineffizienteste FIFA-Spieler, den es überhaupt gibt. Ich krieg wieder keinen Spieler angewählt. Mach ihn bitte. Digga, ich spiel eine Ecke rein. Ich krieg keinen Spieler angewählt. Was soll das? Was ist für eine geschobene Scheiße hier? Schon wieder? Ich krieg keinen angewählt. Digga, was ist das? Elfmeter. Mann, Digga, was ich für einen Aufwand betreiben muss für 2 Tore. Muss mir ein Ei abschneiden. Das ist so krass. Ey, hat man das gesehen, dass ich einfach 3-mal keinen Spieler angewählt bekommen habe, als ich eine Ecke gespielt habe? Ich dachte, ich sehe nicht richtig, dass man defensiv keinen Spieler angewählt bekommt. Okay, aber offensiv ist krass. Das ist eine neue Stufe. Guck's dir an. Ich führe 2-1. Guck dir das an, Chat. Ich führe 2-1. Die Statistik. Digga, die Lags. Mann, Digga. Hol doch mal deine fette Mutter vom Internetkabel, Mann. Ich spiel da nicht hin. Ich spiel da nicht hin. Ich schwöre auf alles, ich spiel da nicht hin. Wenn ich da hinspiele, soll mich der Blitz beim Kacken treffen und mir beide Hoden abschneiden. Wirklich, den Penis auch noch. Da spiel ich auch nicht hin, Digga. Ja, das sieht nach Fußball aus. Ja. Ja, das war Fußball. Digga, einfach, dieses Spiel hat es geschafft, jemanden, der komplett fertig mit der Welt ist, mit der Statistik, bis zur 60. Minute drin zu lassen. Bis zur 60. Minute ist der drin geblieben, weil das Spiel ihm so krass den Eindruck gegeben hat, dass hier was möglich ist. Das ist so krass, Digga. So, Meter machen. Ich sehe Pelé, ich sehe Henri. Ja, den Rest erkenne ich nicht. Ja, kein Abseits. Geil. Oh mein Gott. Ich hab's aber auch wirklich brutal verkackt, ne? Dass der Typ aber mit einem grünen Time-Finish 99 schießen und Curveshot Plus, den ich reinmacht, ist ein Brett. Aber dann halt den. Dann halt den. Ist wieder kein Abseits, ist eigene Hälfte. Wie das aussah. Und dann auch noch dieser Soundeffekt. Blub. Digga, der Soundeffekt am Controller war die Härte. Da war jetzt einfach nur blub. Ja, guck, Ecke ist einfach... Digga, der Soundeffekt hat mir so den Rest gegeben. Scheiße, habt ihr den gehört? Komm, du bist eine längste Sau. Du bist eine längste Sau. Das ist einfach so. Nein. Ich hätte 3-0 führen... Das ist... Wenn jemand wissen möchte, wer ist Simon Gamer Brother, schick ihm die letzten 20 Sekunden. Ich dummer Spast, Alter. Ich kann hier 3-0 führen, ich habe einen entspannten Abend. Es steht 2-1, weil ich die unfähigste Person auf der Welt bin. Digga, wirklich, jemanden wie mich musst du morgens fragen, ob der sich an seinen eigenen Namen erinnern kann. Ey, Wahnsinn. Wie frech? Lol. Oh, Alonso. Maestro-Pass. Alter!
Was ein schönes Tor, Junge. So, ist doch ein solider Weekend-Start. 4-1, kann man damit arbeiten. Rose, die Server gelegt mir heute auch recht schwer. Ja, ich hoffe. Wenn es das ist, dann ist gut. Ich finde, man hat echt das Gefühl, man verpasst was, wenn man ein paar Tage nicht zockt. Finde ich auch. Wie gesagt, also ich finde EAFC vom Content her und vom Belohnungsfaktor extrem geil. Bin ich absolut bei dir. Als ich die Woche im Urlaub nicht gezockt habe, habe ich direkt durch die Ziele echt viel verpasst, weil ich da halt die ganzen Belohnungspacks nicht mitgenommen habe. Der Typ hat übrigens einen Golasso-Käuf im Team, sehe ich hier gerade. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich check's nicht. Warum ist die Community so toxisch, Digga? Dann verschenk doch den Sieg, wenn du nicht spielen möchtest. Ich verstehe es nicht. Verschenk doch wenigstens den Sieg, wenn du nicht zocken willst. Ich werd's nie verstehen. Lass auch die Aufstellung durchlaufen. Ne, ich skipp die eigentlich, versuch die immer wegzuskippen, die Aufstellung vom Gegner. Weil das meistens Leute, die selber die Aufstellung auch wegskippen, sind meistens welche mit einer kurzen Zündschnur, die, wenn du mit 2-3 Toren führst, quitten. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Habt ihr auch so umgekehrte Psychologie? Ich versuche immer, die Aufstellung wegzuskippen. Weil wenn ich dann relativ schnell hoch führe, erhöht das die Chance, dass die Leute quitten. Fühlt ihr das? So, jetzt, ich skipp weg. Ich zeig schon mal so, komm, Junge. Ich hab hier was vor. Ich hab hier eine Mission. Mach fertig. Dann versuche ich, dem relativ schnell 2-3 Bomben zu drücken und gewinnen. Das ist bei mir der Plan. Ich dachte nur, ich mach das. Nee, ich mach das auch mal. Mann, Digga! Ihr werdet es nicht verstehen, warum ich mich so aufrege, ne? Aber kennt ihr das, wenn ihr einfach wisst, dass ihr so viel besser spielen könnt und dann einfach trotzdem sauer seid, obwohl nichts Schlimmes passiert? Bin einfach richtig sauer, weil ich gerade 30% von dem Spiel, was ich eigentlich kann. Ich mache einfach keine Time-Finish mehr, dann wird das alles besser. Also wenn Joao Felix Bock hat, ist der so geisteskrank mit seinem R1-Dribbling. Wie smooth der da gerade durchgegangen ist. Jawohl. Es tut aber auch so, weil ich so dumm spiele, Chat. Das ist das Problem. Guck mal, ich stehe 5-1, alles gut, Mann. Aber ich spiele so dumm und das regt mich richtig auf, weil ich wirklich heute dumm spiele. Und das wird sich noch rächen. Hat sich auch schon einmal gerecht. Ja, ich höre, meine Chancenverwertung ist so schlimm. Wirklich, das ist ein Skandal, was ich da veranstalte. Ich brauche wirklich 300%ige und dann kann ich ein Tor machen. Boah, was ein Laufig. Digga, es gibt keinen Elfmeter. Boah, dieses Spiel will mich ja heute schon wieder leiden sehen. Das ist ja wirklich geisteskrank, Digga. Also das ist wirklich, was heute schon wieder passiert, Digga. Das ist mein 6. Spiel und es reicht schon wieder. Du Rottensohn. Mit einem Van Dijk läuft er da rum. Pfui, Deibel auf dein Haupt, Alter. Bah, keine Selbstachtung. Das ist ja ekelhaft. Ich kann keinen grünen Time-Finish treffen. Ja, ich schwör, Chat, ich bin noch ein rotes Time-Finish davon entfernt, gleich in die Trainingsarena zu gehen und die zu üben. Ja, besser wär's nämlich, wenn ich da hingehe. Weil in dem scheiß Modus hier habe ich nichts verloren. Mann, Alter. Wieder so ein einarmiger Bandit, gegen den ich hier spiele. Und ich muss mir einen abkrampfen, weil ich scheiße wie die Nacht bin. Meine Fresse, Alter. Ja, ich verliere definitiv den Verstand. Definitiv. Digga, der passt einfach immer in meine Spieler rein. Und dann wieder durch. Und die kommen an. Digga, das ist brutal. Der spielt einfach immer Pässe dahin, wo meine Verteidiger stehen. Jawohl. Ich glaube, das war das 4. Eckentor dieser Weekend League, meine Freunde. Wir sind wieder da. Digga, ich habe die aber auch mittlerweile, ich habe halt auch wirklich den Bogen raus, ne? Also die eine Sache war ja, dass ich die Ecken immer punktgenau auf den Kopf spielen konnte. Aber dass ich die Dinger halt auch mittlerweile so reindrehen kann, ist schon cool. Adebayo.
5-Sterne-Skiller. Und 5 Sterne. Oh, ey! Epa! Gol! Alter, der war lecker! Der war lecker! Schönes Ding! So, also wir liegen halt schon eigentlich komplett im Soll, ne? Wie findest du Alonso? Achso, Kidrop kann ich dir auch sagen, ne? Ich weiß nicht, wie dein Ultimate-Team aktuell aussieht, aber dein Trainer ist eine Macherkarte. Digga, der Alonso ist so gut, ne? Das ist der Wahnsinn. Der ist so gut. Wahnsinn! 15 Siege, 25 Subs. 15 Siege, 25 Subs, 16 Siege, 50 Subs, 17 Siege, 75, darüber 100 Subs, alles darunter 50. Ja komm, dann machen wir es auch so, Bro. Dann machen wir 14 Siege sind 50 Subs für dich, 13 Siege sind 75 für dich, 12 Siege sind 100 für dich. Dass wir auch noch eine kleine Abstufung mit drin haben. Xabi Alonso, 450k, aber der ist echt gut. Ja, genau, nächste Woche Warm-Up. Alter, wir haben Derby gegen Dortmunder. Ist nicht verkehrt, das Team, aber sieht jetzt nicht unschlagbar aus. Der hat halt diesen Drockbar, ne? Was meinst du mit alten Karten? Ja, von alten Events, dass einfach alte Eventkarten in die Packs kommen. Das haben die ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Foto fürs Familienalbum oder Quit bei 0-0? Ich glaube, ein Foto fürs Familienalbum. Oh, oh, das ist die Nummer 8. Vamos. Scheiße. Ich habe eigentlich sogar richtig gemoved. Kein Abseits, oder? Digga, der hat 99 Schießen. Das ist aber manchmal wirklich frech, was der da veranstaltet. Digga, was ist das denn? 99 Schießen, Curve Shot plus. Wen willst du verarschen? Grün. Ja! Alexandra! Zu! Genug gesehen. Oh, perfekt, genau in dem Moment, wo ich ein Tor von Drogba kriege, schreibt einer rein, der Typ geht gut ab, aber von Drogba kommt jetzt nichts. Ja, oh, perfekt. Oh, oh. Scheiße. Oh. Scheiße. Oh nein, Alter, wie unlucky. Oh, Mann. Digga, ist das krank. Ist das gestört. Ich verliere das mit 4 Toren Unterschied. Alter, ist das krank. Lass dich doch fallen. Alter. Alter. Zu spät. Also das war hart. Boah, war das schon wieder eine dämliche Niederlage. Der hätte nicht sein müssen, ey. Also zu hoch auf jeden Fall, aber die Niederlage als solches hätte einfach nicht sein müssen. Also so unterlegen habe ich mir jetzt nicht gefühlt. Guck dir den an hier. Jetzt auf dem 88er Rating. Und ganz im Ernst, weil ihr alle so Haterschweine seid, mach ich's direkt nochmal. Ich hole ihn mir direkt in Rot zurück, weil ihr ihn alle so am Haten seid. Ja, müsst ihr mit leben, müsst ihr durch. Scheiße, hä? Ja, das ist mein Spieler, das ist mein Spieler. Ich lieb ihn, ich verteidige ihn. Auf der einen Seite rumheulen, wie Schalke damals mit Benedikt Höwedes umgegangen ist. Voll respektlos, mit so einer Vereinslegende geht man nicht so um. Und wo seid ihr bei Tevin? Wo seid ihr bei Tevin hier? Wo seid ihr? 306 Spiele, Rekordspieler für die VFA Zimbos. Rekordspieler. Wo seid ihr? Werden da die Legenden verteidigt? Nein. Ich spiel schon wieder gegen Timo Werner und R9. Ah, ist die Base-Icon, hä? Hat's für die Teure nicht gereicht. Ah, okay, ist ein Bellingham-Toti. Okay, gut. Ich revidiere meine Aussage. Hier laufen Toti-Karten rum. Van Dijk-Toti! Und ich bin mit dem Adebayo gegen Van Dijk-Toti. Hopp! Ja! Alexandra! Schönes Ding! Adebayo! Ja! Gegen Van Dijk, Toti! Weil du ein Macher bist, Junge! Seine linke Seite, ich weiß nicht mal, wen der links spielt, weil der noch nie darüber gespielt hat. Über die Seite. Bro. 3 Meter abseits. 3 Meter abseits, Adebayo.
Jetzt passiert's. Ja, und der drückt mir wahrscheinlich direkt ein. Der Klassiker. Sein Scheiß links außen ist das erste Mal am Ball. Der Klassiker. Digga, ich hab ein bisschen Angst. Der Gegner sah am Anfang echt scheiße aus und jetzt fährt er gerade hoch. Ach Mann, ey. Dass ich immer den Torwart move wie so ein Spasti-Kind, ey. Nein, was mache ich? Er ist der Allerbeste. Ja, Alexandra Popp. Wichtig. Ich kenne da gar nichts, Digga. Oder du hast ein 40-Millionen-Team. Spiel halt besser, wenn du gewinnen willst. Also, dass ich mit dir jetzt in die Verlängerung gehe, da habe ich mich wirklich gar nicht gesehen, mein Freund. Boah, der war wichtig, Alter. Dass wir das nochmal umgedreht haben, war so wichtig. Der hat Mbappé Toti gezogen. Ich heb die Hand, ich bin raus, Digga. Er spielt ihn mit der 9. Ich bin raus. Nein, Becker mit der 15, Davis mit der 2, Best mit der 18. Ich suche mir eine neue Sportart. Ich hasse diese Gegentore, kannst du nichts machen. Ich bin dreimal dran. Ich hasse diese Gegentore, da kannst du absolut nichts gegen machen. Der bietet mir einen Rage Quit an. Kein Elfmeter. Naja, mein Freund. So schnell geht das, mein Freund. So schnell geht das nämlich, mein Freund. Und dann spuckt dir Karma ins Gesicht, weil so schnell geht das, mein Freund. So, willst du Rage quitten? Kann ich nämlich auch. Ist scheiße, hä? So schnell geht das, mein Freund. Das war sehr befriedigend. Oh, das ist ja bitter. Das ist ja richtig bitter gelaufen, hä? Ja, das ist ja richtig bitter gelaufen! Wilde spielt Lineker. Yep, 11. Felix, schön R1, geile R1 Sau. Digga, Felix spielt da richtig einen auf. Einfach Hattrick gemacht. Ja, weg mit dir. 14-2, Chat. Es sind 4 Entscheidungsspiele. Die 18 Siege leben. Der Traum von den 18 Siegen lebt. Er lebt. Der Traum lebt. Knappenspiele mit dem Stuttgart-Logo. Ja, das Team will ich sehen. Renate, Mbappé, Haaland, Toti. Na, immerhin nicht gezogen. Immerhin hat er den gekauft. Digga, Felix spielt der brutal ein auf. Alter, ist der gerade am Kochen, Junge. Pop. Oh. Das war richtig geil gespielt, Alter. Das war ein richtig schöner Angriff. Genau das meinte ich. Den Haaland musst du immer nach vorne weg verteidigen. Sonst zieht er dir das Ding einmal um die Ohren. Digga, was kocht Felix da gerade? Digga, ach du Scheiße, was kocht er denn da gerade? Das ist ja ein ganzer Eintopf! Halleluja! Ey, ich komme aber mit dem so viel besser auf der rechten Seite klar. Ich finde, da kommt der viel besser zur Geltung. Nein. Krieg ich jetzt rot? Oh, okay, dann war gut. Ist laut Regelbuch aber eigentlich auch eine rote, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Letzter Mann gehalten. Wieso verteidige ich das so schlecht, wenn ich weiß, dass da ein Haaland steht? Boah, war der clean! Alter, war der clean, Junge! Ja, Junge, 5-2, let's go. Ah, das war wichtig, Alter!
Digga, dieser Haaland ist aber auch ekelhaft zu bespielen, ne? Das ist wirklich krank. Ich hab da Ferdinand und Campbell, das sind solche Schränke. Du kannst nichts tun. Ey, ich bin eigentlich nach oben gesprungen. Digga, dieser Haaland ist so ekelhaft. Nein, 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 nein. Boah, ist das dumm. Let's go. Seltsamer Mann eigentlich, ne? Nur, dass mal einer erwähnt hat, ja. Groß. GG's. GG's. 15. Drei Spiele noch. Drei Endspiele. Dreimal All-In. Road to 18. Da sind ein paar Icons in dem Team. Yes! Der Mann kocht ein 5-Gänge-Menü. Joao Felix ist der Rucksack dieser Weekend League. Er ist so gut, Alter. Er ist so unglaublich gut. Ja, und das ist die 13, meine Freunde. Let's go, Mann, Alter! Oi! Ei! 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 Also da sollte nichts mehr schief gehen, Chat. 16 Siege ist Weltklasse. Und wir haben immer noch die Chance auf 18. Sehr, sehr gute Weekend League hier hinten raus. Ja, ja, Felix muss rot. Felix ist der Nächste, der rot wird, Chat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Also, was der hier aufspielt, diese Weekend League, seitdem der auf der rechten Seite zockt, das ist ja komplett nicht von dieser Welt. Ja, schön gespieltes, schön gespielter Angriff. Hat ein Tor verdient. So schön gespielt. Der beste Angriff heute vom Gegner. Und geh ab, du lenk die Sau. Geh ab, du lenk die Sau! Nein! Nein! Oh! 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 Digga, das sieht so lustig aus mit seinen langen Beinen da, ey. Peter! 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 Peter Crouch! Ey, intakt den Gritty! Digga, sein Bein ist länger als mein ganzer Körper. Geh ab, du lenkst die Sau. Geh ab, du lenkst die Sau. Geh ab, du lenk die Sau! Mach den Motor an, Junge! Mach den Motor an! Wow! Ja, 14. Da geht er ab. Meine Güte, geht er ab! Alter! Was hab ich getan? Ich meine es komplett ernst. Der fühlt sich irgendwie besser an als Adebayo. Chat. Der fühlt sich wirklich besser an als Adebayo. Wirklich, der fühlt sich echt sehr gut an zum Zocken. Komm, mach ihn. Schön noch grünes Time Finish getroffen. Chat, 16 Siege sind secured. 16 Siege. Wir haben zwei Endspiele. Wir haben uns hier versammelt für eine Mission. Die Mission heißt 18 Siege. Das ist die Mission, meine Damen und Herren. Wir haben zwei Endspiele und wir werden diese Endspiele angehen. Als würde es um Leben und Tod gehen. Als würden die VfA Zimbos danach nicht mehr existieren. Und genau deshalb werden wir diese beiden Spiele jetzt gewinnen. Wir gehen da rein. Der ganze Chat wird pushen. Lena Oberdorf gewinnt jeden Zweikampf. Fridolina Rölfel spielt die geilsten Pässe mit R1, die sie sich vorstellen kann. Xabi Alonso, Denker und Lenker im Mittelfeld. L1 Dreieck ist sein zweiter Vorname. Wussten viele noch nicht, aber der Typ heißt Xabi L1 Dreieck Alonso. Dann haben wir Tavernier. Steht hinten solide. Wenn der Ecke auf der linken Seite kommt, dann haben wir hier Ferdinand und Campbell. Bringen zusammen 400 Kilo auf die Waage. Beide jeweils mit einem dritten Bein ausgestattet. Halleluja, die willst du nachts nicht auf der Straße sehen. Weil die machen dich kaputt. Die klauen dir dein Pausenbrot, die klauen dir dein Handy, die klauen dir deine Kreditkarte, dein ganzes Portemonnaie. Und dann fragen die, wo wohnst du denn eigentlich, weil deinen Eltern möchte ich auch nochmal einen Besuch abstatten. Roberto Carlos, linke Klebe. Wenn der Ecke oder ein Freistoß ist, ist er da. Alexandra Popp. Seitdem ich Time Finish treffe,
Junge, Junge, Junge. In der Luft plus, die Frau ist 1,74 Meter, die springt höher als ich groß bin. Curveshots, brauchen wir nicht drüber reden. Linker Fuß, rechter Fuß, wir nennen sie deutsche und weibliche Usman Dembele. Sie weiß selber nicht, wer der starke Fuß ist. Dann haben wir Joao Felix. Er ist in seiner absoluten Prime. Guckt euch das an. Der Typ ist mannschaftsdienlich. Egal, ob Vorlagen oder eigene Treffer. Er performt. Er wird der nächste rote Spieler in diesem Team sein. Technical Trade. 95 Dribbling. Wisst ihr, was das bedeutet? Magie. Zauber. So, und dann haben wir noch im Sturm Emmanuel Elijah Adebayo. 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weak Foot. 97 Physis. 86 Dribbling, 90 Tempo. Curve Shot Plus, First Touch Plus. Der Mann hat 2 Traits, spielt sich so, als hätte er kein einziges. 99 Schießen, absolute Fantasie. Der Typ ist bodenlose Scheiße. Aber auch er ist Teil des Teams. Ich habe 60.000 Münzen und 2 Evos in den investiert. Ich vertraue ihm. Er hat mein Vertrauen. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir immer noch den menschgewordenen Storch auf der Bank. Peter the Main Man Crouch. Wenn du vorne eine lange Latte bringen musst, dann ist Peter dein Mann, okay? Und deshalb gehen wir jetzt rein, Männer. Wir pushen uns und wir holen diese 18 Siege, weil wir eine gute Teamchemie zusammen haben, okay? Also, auf geht's, Jungs. Geht da raus und zeigt ihnen, wo der Frosch die Locken hat. Ich will jetzt absolute Qualität auf dem Platz sehen. Polska. Akanji ist schwierig. Und der 300. Werner. Nein, nein, tu's nicht. Tu's nicht. Tu's. TJB United. Ey. Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Oh, oh. Darwin, der kann nichts. Ja! Der kann nichts! Kempel! Sag's ihm! Sag's ihm! Guck dir das an, der Kempel. Der hat heute Nägel gefrühstückt. Digga, der gewinnt hier einen Zweikampf gerade. Digga. Nein! Aber es war schon wieder so gut. Es war schon wieder so gut von Felix. Alter. Alter. Jungs, Halbzeitansprache. Ihr macht ein gutes Spiel. Ihr müsst euch vorne nur belohnen. Ich habe gar nicht viel zu sagen. Lauscht einfach der Musik und saugt es auf. Das gibt es nicht, Alter. Ja! Let's go! Yes! Ja! Alexandra! Yes! Ist durch. 17. 17, Chat. 17-2. Digga, das war wieder Xabi L1-Dreieck Alonso. Alter, das war aber auch so verdient, jetzt mal im Ernst. Also, Bruder, bei allem Respekt, ne? Aber... Eieiei. Junge, Junge, das Dribbling von Felix sieht einfach nur brutal aus, heftig. Digga, bei mir, seitdem ich den auf der rechten Seite spiele, der kommt so viel besser zur Geltung. Weil sonst habe ich den immer halt links gespielt und dann versucht mit dem Curve-Shot zu machen, nach innen zu ziehen. So, jetzt, der hat einfach Freiheit. Der Mann hat jetzt einfach Freiheit, weißt du, was ich meine? Einfach Freiheit. Es ist der 8. April 2024. Wir haben uns hier versammelt, vor voller Montur, vor allen Zimbo-Fans. Die warten auf euch im Stadion und die werden euch heute nach vorne schreien. Jeder Mann in diesem Stadion ist heute für euch. Jeder will, dass ihr bis ans Maximum geht. Ich will, dass ihr bis ans Maximum geht. Weil ich weiß, was ihr könnt. Wir haben die letzten 19 Spiele zusammen geblutet, Tränen vergossen, Siege gefeiert, bittere Niederlagen beweint. Und das alles ist in ungefähr 20 Minuten aus einem Grund passiert. Weil wir diese 18 Siege mitnehmen werden. Jeder von euch sammelt sich nochmal, rückt zusammen, macht euch Gedanken, was ihr investiert habt, warum ihr es investiert habt, wie viel ihr investiert habt, um hier zu stehen. Es wird Rückschläge geben, es wird Momente geben auf dem Feld, wo ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, wo ihr denkt, die ganze Welt ist gegen euch. Aber denkt dran, da draußen sind 60.000 und die sind für euch gekommen, weil ihr euch
heute zu Legenden machen könnt. Und ich rede nicht von dem weißen Kartendesign. Und wenn das Stadion ruhig ist, ich glaube an euch. Ich habe gesehen, was ihr in 19 Spielen investiert habt. Was ihr in der Quali schon abgerissen habt. Selbst in Squad Battles, wie ihr jeden Meter gegangen seid. Und genau deshalb geht ihr da jetzt raus und holt diese 18 Siege. Weil ich an euch glaube, weil ihr es könnt. Auf geht's, Jungs! Okay. Weiter. Alter, nicht im letzten Spiel, bitte nicht. Xabi L1 Dreieck Alonso auf Adebayo und wir sind wieder da. Let's go, Digga! Joao Felix! Er ist der Allerbeste. Er ist so verdammt gut. Joao Felix, ich bau dir eine Statue, Alter. Ich bau dir eine verdammte Statue, Alter. Wichtig, das noch vor der Halbzeit zu drehen. Wichtig, Junge. Let's fucking go, Mann. Digga, ist das geisteskrank? Ist das geisteskrank, wie gut er ist? Ist das geisteskrank, wie gut er ist? Und das sind die 18 Siege! Yes! Let's go, Mann! 18 Siege auf der RTG-Chat! 18 Siege auf der RTG, Mann! Nach 2-0 Rückstand, aus einem 9-2 oder 10-2, alle letzten wichtigen Spiele gewonnen. 18 Siege, Digga! Alter, hat dieser Felix gekocht, wieder einen Hattrick. Hat der mich im Rucksack gehabt? Alter, wie gut ist er? Guckt euch das jetzt an. 18 Siege Rewards. Digga. Was eine Weekend League. Was ein Kampf. Was ein Fight. Alter, diesem Joao Felix müssen wir eine Statue bauen. Und 75 Subs von Robert Andrich. Oder sind sogar 100? Ich weiß es nicht. Oh, guckt euch die Rewards an. 85 mal 4 tradable. 86 mal 2 tradable. 2 125 Carpacks. Das schmeckt, Alter. 15 Eckentore haben wir in der Weekend League gemacht. Oh, Mods, ihr könnt eine geile Wette machen. Ziehen wir aus den Player Picks eine Eventkarte. Oder nee, ziehen wir aus allen 5 Player Picks eine Karte über 500k. Also Joao Felix wird so dickrot gemacht. Diani. Toti nomini Diani. Sie war so scheiße bei mir. Alter, die war so kacke bei mir. Aber die ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Zur Not nehme ich die als SBC-Futter. Ederson? Na, ist okay, ne? Ist okay. Also, ich glaube, ich gehe mal vorsichtshalber mit Rating. Ich weiß nicht, ob die überhaupt alle noch was kosten. Der Markt ist so gefallen. Ja, krass, die kostet immer noch 180k. 150. Aber zur Not einfach als Futter benutzen. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Zweiter? Boah, Food Fantasy Hero Rui Costa? Weiß ich nicht. Ja. Und wieder die Dame. Ja, ist wahrscheinlich alles für eine SBC. Für Rating Costa oder Bernardo Silva? Ich glaube, da komme ich, wenn ich immer ein Spiel, besser mit Bernardo Silva klar. Tatsächlich. So, Gold-Player-Picks. Ein Skipper. 88er Osimhen. Das ist schon mal gutes Rating. Bin ich schon mal halbwegs zufrieden mit. Eventkarte wäre Zucker. Na, weiß ich nicht. Oh, das war nix. Das war gar nix. Da will ich mehr sehen für 18 Siege. Ist okay. Inform ist immer super. Ist gut zum Craften. Ja, kann man mitarbeiten. Also gut waren sie jetzt nicht, aber ist okay. So, ich muss mal ein paar Schmutzpacks wegmachen, bevor ich an die Rewards rankomme. Wir haben ja noch ein paar leckere Packs. Inform. Hä, wie geil. Aus dem 81x2 in Inform. Das ist ja geil. Let's go. Mitnehmen. 81x2 Inform. Schmeckt. So, jetzt zu den Rewards. Das sind sie. Die beiden tradable 125er. Kobel wenigstens, Walkout. Doppel-Walkout wäre geil. Ah, schade. Na, immerhin Walkout. Muss man bei 125ern schon mit zufrieden sein. So, zweites 125er aus den Rewards. Ah, belastend. Kimmich wenigstens. Oberdorf. Der hat mich in der Weekend League gecarried. Aber auch nur ein 87er Walkout. Ich hab nichts gesagt. Guck mal, da können wir doch mitarbeiten aus den 125ern. Tradable Walkout, 30k. Das nehmen wir mit. Eigentlich frech für 18 Siege, wenn man ehrlich ist. Wir haben überlegt, was man durch Rivals bekommt. Ey, come on. Irgendeine Eventkarte tradable.
irgendwie ein bisschen Meter machen, coinsmäßig. Spanien, IV, Irene. Immerhin 88 tradable. Ein Walkout nur. Boah. 18 Siege Rewards. Das ist hart. 15k kosten 88er nur noch. 86 mal 2. Jetzt bitte nicht wieder nur Goldkarten. Letztes Rewards Pack. Alter, was ein Trümmerbruch. 86er Chesney. Was ein Trümmerbruch, die Rewards. Dafür haben wir 18 Siege geholt. Immerhin in Rodri. Immerhin, aber das ist für 18 Siege wirklich. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht für 18. Das kannst du nicht schönreden, ne? Das meine ich halt. Das ist im Vergleich zu den Rivals Rewards so unverhältnismäßig. Die sind so unverhältnismäßig kacke. Ich mache aus Frusten 87 mal 4 Untrade auf. Aus den Zielen. Ja, perfekt. Hätte es mir sparen sollen. Hat die nicht auch nur 87? Ja, immerhin, Digga. Immerhin. Bisschen zurückgeholt. Immerhin, Digga. Es ist zwar am Ende auch nur SBC-Futter, aber immerhin mal 2 Eventkarten gesehen. Hab mich ein bisschen zurückgeholt, das 87 mal 4. Bisschen zurückgeholt. Beide V-Versionen, aber bisschen zurückgeholt. Immerhin ein bisschen. Ja, was ich mit der Sandra mache, muss ich mir mal überlegen.